Juhu, Gauks parteiische Meinungsmacherei. Ich würde mal sagen, ein Mann, der von einem politisch hauptsächlich für die eigenen Privilegien agierenden Verein mit vormittelalterlicher Meinungsdiktatur indoktriniert wurde, dann auch noch mit großer Überzeugung dafür gearbeitet hatte, ist als Bundespräsident unerträglich. Wenn er kaum ein wichtiges Wort ausspricht, ohne die Funktion seines Amtes zu beachten und vor allem ohne seine eigenen Gedanken vorher zu hinterfragen. Wie startet man eigentlich eine groß angelegte Mainstream-Medien-Hetzkampagne gegen Bundespräsidenten? Das hat doch schon mal funktioniert.